Noch einen Schritt schneller wie in der 68. Minute Segbe, der nach sehenswerter Vorarbeit per Außenriss von Kabadayi mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:1 einnetzt. Trauriges Jubiläum übrigens für Pippins Ried, es war Gegentor Nummer 100 in dieser Saison. Bedingt durch die nächste Minute klappt es dann ähnlich wie beim 1:0 ein zweites Mal. Jetzt ist es Segbe, der die Vorlage von Angelo Brückner zum 2:1 verwertet. Pippins Ried damit zum 12. Mal in Folge mit mindestens 2 Gegentoren. Im Gegensatz zum vergangenen Samstag.